Hey du, wo warst du eigentlich schon in dem super neuen vegan-vegetarischen laktomikrobiotischen Restaurant? Die kochen da nur mit Gras und Fallobst. Kostet zwar 8-mal so viel und ist 5-mal so klein, aber ist voll hip und angesagt, der Laden. Nee, da war ich nicht. Ja, der junge Mann, der da auf ein paar Kartons liegt und sich über die neuesten Trends echauffiert, ist Goethes Werther aus dem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«. Das Landestheater Oberpfalz feierte gestern Premiere des gleichnamigen Theaterstücks und transferierte es in die Moderne. Das Erstaunliche und auch das Faszinierende an diesem Roman ist, dass man hat natürlich die Goethe-Sprache und Szenerie. Wie diese drei aber ticken, ist wahnsinnig heutig. Der junge Werther weiß nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er ist philosophisch sensibel und hochemotional. Eines Tages begegnet er der jungen Lotte und verliebt sich sofort in sie. Ich fühle, dass sie mich liebt. Dass du mich liebst. Und weißt du, wie wert ich mir seitdem bin? Und immer werter und wie ich mich selbst anbete, seitdem du mich liebst. Doch Lotte hat bereits einen Mann, den kreuzbraven, vernünftigen, aber auch liebevollen Albert. An seiner Seite fühlt sich Lotte zwar sicher, doch Werther zeigt ihr, wie frei sich ein unstetes Leben anfühlen kann. Lottes Problem ist, dass sie eigentlich Sicherheit in ihrem Leben hat und dann kommt ein Abenteuer dazu. Und da muss sie sich entscheiden oder das bringt sie durcheinander oder weckt Sachen in ihr, die sie vielleicht bis dato noch nicht so empfunden hat. Zunächst verstehen sich die drei Charaktere noch gut, doch die anfangs mit Leichtigkeit erzählte Liebesgeschichte wird immer bedrückender und gipfelt allmählich im Wahnsinn. Werther flieht schließlich, leidet sehr und will sich das Leben nehmen. Nicht nur wegen seines gebrochenen Herzens. Sein Problem ist, glaube ich, dass er in einer Gesellschaft lebt, die für so eine Seele wie seine oder so einem Menschen, der so viel, so ein gefühlsbetonter Mensch ist, dass ihm da manche Konventionen und Sachen zu viel werden. Drei Schauspieler und ein paar Kisten mit Flohmarktsachen. Das ist alles, was das Landestheater Oberpfalz braucht, um die tragische Liebesgeschichte eindringlich zu inszenieren. Die Premiere des Stückes wurde von den Zuschauern frenetisch gefeiert.